MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Es geht weiter auf Alheim V4 mit der 132 von Grachtheide am Drillichshammer zur Düsseldorfer Straße, Fachhochschule Alheim. Und wir fahren mit einem ganz besonderen Gefährt, mit dem MAN New Lion City 21C. Jetzt denken sich viele, den gibt es doch gar nicht in der Realität. Das ist völlig, wie Bielefeld. Ist völlig richtig. Gab es als Bonus. Es gab ein großes Update für den New Lion City. Schaut euch bitte mal den Changelog an. Im Endeffekt kann man fast sagen, das Ding ist komplett neu gebaut worden. Es ist sehr, sehr viel angepasst worden, umgestellt worden. Er ist entbvgisiert worden. So steht es im Changelog. Am Licht ist das gemacht worden, Sounds und alles Mögliche. Über die Z-Wars gibt es jetzt auch andere Türen, Innenschwenktüren, Außenschwenk, Schiebetüren. Spiegel kann man verändern, Dachluken funktionieren, können geöffnet und geschlossen werden, Regensensor, Lichtsensor. Ganz viel. Und der 21C kommt als Bonus dazu. Wichtig, wenn ihr den fahren wollt, geht bitte in euer OMSI-Verzeichnis, Vehicles, dann unter dem MAN New Lion City und öffnet die Busdatei vom 21C Main, mit dem Editor zum Beispiel öffnen und dann oben bei Friendly Name, da ist eine Lücke, klickt einfach direkt an die Klammer von Friendly Name, an die erste Klammer und drückt im Endeffekt Backspace, damit Friendly Name ohne Lücke ganz linksbündig steht und wenn ihr dann OMSI startet, dann habt ihr das Fahrzeug auch. Der ist nämlich so als Bonus mitgeliefert worden und ja, wie man auch sieht, haben wir jetzt eine orangene Matrix, eine orangene LED-Matrix. Es gibt sie in Orange und in Weiß und Multicolor funktioniert auch. Im Spiegel kann man was verändern, das Mesh ist verändert worden, Radkappen kann man verändern. Man kann so viel machen. Es ist am einfachsten, ihr schaut wirklich in den Changelog. Einige haben sich ja beschwert, ja, da ist jetzt der Drucker von Bad Hügelsdorf drin. Ja, stimmt, finden viele nicht so geil, kann ich verstehen. Aber das ist ja nicht alles. Da ist ja so viel gemacht worden, auch am Dashboard. Fahrtenschreiber, es gibt neue Heizungsmodi. Das Licht ist überarbeitet worden, wie man hier sehr schön sehen kann. Innenanzeigen sind überarbeitet worden. Wie gesagt, wir haben jetzt Dachluken, so kenne ich das. Im Rhein-Sieg-Kreis haben wir auch die Variante mit Dachluken. In Bonn fahren sie ohne. Dann gibt es andere Innenanzeigen. Hier jetzt eine LED-Innenanzeige und nicht mehr den Bildschirm. Wie gesagt, er wurde ja entbvgisiert. Es gibt Haltestangen, Halteschlaufen und all sowas. Richtig gut geworden. Also ich freue mich mega über das Update und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Ah, dann kann man hier noch zusätzlich Licht schalten. Wenn ich das jetzt ausmache, dann haben wir Halbbeleuchtung. Meine farbige Beleuchtung ist natürlich jetzt nicht mehr dabei, die ich vorher hatte. Ich betätige hier mit der 7 irgendeine Taste, von der ich nicht weiß, wo sie ist. Wahrscheinlich Licht. Ja, wenn du gerade suchst, Benny, Gerd und ich sind übrigens auch dabei. Genau, Benny, Gerd und Nick sind natürlich auch dabei, ja. Ja. Ah, da, genau, hier ist noch. Ja. So. Start-Stopp-Automatik sind Sounds hinzugefügt worden, dass sie jetzt wie eine Start-Stopp-Automatik klingt. Motorsound ist überarbeitet worden, alles Mögliche. Die Türen, ganz wichtig, es sind jetzt pneumatische Türen, sie schließen nicht mehr linear, es sind keine Elektrotüren mehr, wie bei der BVG-Version. Wir hören einmal. Klingt ordentlich. Und wenn wir schließen, ja, dann verschiedene Warnsounds gibt es, der Knickschutz funktioniert. Wie man hier sieht, der Haltewunsch Taster in Anführungsstrichen auf dem Dashboard wurde hinzugefügt. Es gibt jetzt auch einen Haltewunsch-Sound, also einen Summer. Mal gucken, ob wir den hören. Ja. Dann, wie gesagt, ist das Dashboard überarbeitet worden. Das sieht man schön an den Knöpfchen. Jetzt müsste das Licht da eigentlich ausgehen. Tut's aber nicht.
Warum nicht? Ach doch, das ist ausgegangen. Ich habe das nur nicht... Okay, ich habe es nicht wahrgenommen, richtig. So, planmäßige Abfahrt ist 10:07 Uhr. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie sich die Kiste jetzt im Betrieb macht. Vorratsdruck können wir noch ein bisschen aufbauen. Genau. Scheibenwischwasser kann übrigens komplett leer sein. Wenn das der Fall ist, müsst ihr an die Tankstelle fahren und dann könnt ihr das auffüllen. Es gibt verschiedene Schadensmodi, die der Bus aufrufen kann. Man kann jetzt durch das Menü komplett klicken. Dann ist der Fehler weg, dass das ganze Lenkrad eine Hupe ist. Den gab es ja auch. Komfortblinken gibt es und ach, was weiß ich. Was ich interessant finde, wenn ich den Blinker einschalte, ich kriege ihn mit der Wippe nicht mehr aus. Was ist Komfortblinken? Müsste ich jetzt googeln tatsächlich. Kurz antippen und dann geht der nach 3, 4, 5 Mal automatisch aus. Okay, das dachte ich mir fast. Unser Auto kann das auch, aber wie macht man das denn in OMSI? Weil eigentlich ist es doch entweder blinken oder halt nicht. Hm. Oder du kannst ja eine extra Taste dafür belegen, dass da irgendein Trigger erstellt wurde. Das könnte natürlich sein. Nein, wenn du normal blinkst, wenn du jetzt, also ich habe jetzt geblinkt und dann geht, deswegen kann ich den auch nicht ausschalten, den Blinker, weil wenn ich jetzt blinke, dann hört er automatisch auf. Und wie blinke ich so, dass er das nicht macht? Das muss man, glaube ich, ausschalten. Weil wenn ich jetzt an der Kreuzung stehe, dann bringt mir 5-mal Blinken nichts. Jetzt einfach mal oder muss man vielleicht 2-mal in die Richtung, jetzt, in die man blinkt. Habe ich jetzt gerade mal gemacht, um es rauszufinden. Nö. Okay, das wäre noch interessant, weil nur Komfortblinken bringt ja nichts. Genau, Schulfahrschalter funktioniert jetzt auch. Also das Bahnblinken und dann automatisch links beziehungsweise links zum Abfahren und sowas. Oh, das ist jetzt schlecht. Achso, nee, die blinkt ab, okay. Ah! Du musst die Blinkerwippe kurz gedrückt halten. Und dann kannst du ihn auch ausschalten. Also wenn du sie nur antippst, blinkt er automatisch. Wenn du sie eine Sekunde gedrückt hältst, dann blinkt er die ganze Zeit und dann kannst du den Blinker auch manuell ausschalten. Hast du gehört, Nick? Nick ist gemutet. Okay. Also wie gesagt, Blinker antippen ist Komfortblinken, Blinkerwippe kurz gedrückt halten ist der reguläre Blinker. Okay, na gut. Dann geht's ja. Ja. Ist aber der erste Bus, der das umgesetzt hat, aber finde ich nice. Gefällt mir auch. Apropos. Umsetzung habt ihr mitgekriegt, 1.47 Beta ETS 2? Nein. Nö. Da kommt eine schöne nützliche Funktion. Die da wäre? Er bremst automatisch, wenn der Abstand zu kurz wird. Oh, haben sie einen Abstandshalter reingehauen, ja? Oh Gott. Nice. Ich glaube, ich muss da mal was ausprobieren demnächst. Mit Gefahrenbremsung, mit allem drum und dran. Die haben uns wieder gehört, ne? Ja, und wem fahre ich dann in Zukunft rein? Einem mehr. Ah, na langweilig. Das ist ja das Gut. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass dir jemand reinfährt. Ey, aber das ist ja fast ein Anlass, demnächst mal wieder ETS aufzunehmen. Stimmt wohl, ja. Das ist jetzt in der Beta schon da?
entweder jetzt in der 1.4.7 oder in der 1.4.8, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich nachgucken. Ja, die neueste Beta-Version halt. Ach, Standbild Omsi, danke. In der Kurve kommt das total gut. Oh, wichtig. Übrigens, ich wollte nur gesagt haben, Wendeschleife war ja sowas von easy. Ja, gut, bei mir hat der Knickschutz geschrien, ne? Echt, bei mir nicht. Wobei, der schreit gar nicht im C2, ne? Ne. Nee, der piept noch ein bisschen. Also, der ist dezent. Ach so, ne, bei mir war nix. Wie gesagt, wenn die Blinkerwippe gedrückt wird, kurz gedrückt halten, so bis es zweimal geblinkt hat, dann funktioniert der Blinker im Regelbetrieb. Ja, gut. Ah, Heizung schaltet sich auch automatisch ein jetzt. Neue Dashboard-Sounds gibt's übrigens auch. Ach, Manni, mecker nicht rum. So kalt ist auch wieder nicht. Na komm, zieh. Oh. Ja, an der Stelle ist das fies. Ja, das Problem ist, die kriegen da wieder nicht geschissen, einfach mal zu fahren, wenn die Spur zu 90% frei ist. Was? Also da ist noch Platz, möchte ich mal anmerken. Eieiei. So. Genau, gibt jetzt auch verschiedene Lüftermodi und sowas, also. Wie gesagt, Changelog, da steht alles drin. Genau, dann hat man auch noch die Winkel des Fahrzeugs, Einschlagwinkel und sowas bei den Gelenkbussen, das hat man nochmal komplett überarbeitet. Das ist jetzt aber, also, Houston, wir haben ein Problem. Nee, das ist irgendwie schlecht. Ja. Tag, Kollege. Na, alles klar bei dir? Ah, die Ecke hier am Grachter Markt ist auch schön. Sitzt die Friese noch? Sehr schön. Muss ich jetzt wohl über den Bordstein hoppeln. Das hilft nicht. Danke. Verstehe ich jetzt gar nicht, Benny. Ja, doch, ich schon. Ja, jetzt fährt er, das ist nett. Oh, ja. Tap. Warum wollt ihr jetzt aussteigen? Was ist denn jetzt schon? Ja, was ist denn jetzt los? Irgendwo dran hängen geblieben. Vielleicht mit dem Heck an dem anderen Bus oder so? Alter. Was ist denn jetzt gerade mit meiner Performance los? Will jetzt nicht sein, dass der Kreisel hier gerade etwas an Überfüllung leidet. Jetzt geht die Performance wieder, Alter. Oh, da kommt der Kollege. Oh, hoffentlich kriegt er das hin. Ja, Docker. Da passt auch ein Panzer zwischen. War sehr froh, dass TD da entgegengekommen ist. In den nächsten beiden Kurven ist nicht so schön. Hier fahre ich vielleicht mal nicht bis ganz voran. Doch, Benny, bis mit dem Übergang über den Grünstreifen. Auf wann fährst du denn so vorsichtig? Das neue Bus will er nicht kaputt machen. Ich?
Oder meinst du Mayo? Oder ist das schon die Folge, wo Jenny Mayo fährt? Ja. So. Ja. Jo, Tag. Leider nein. Wird jetzt aber nochmal ein bisschen enger hier. Ja, okay. Mhm. Wenn man aber auch aussieht wie ein Kreuzfahrtschiff, dann würde es erst recht nichts. Aber das gelbe Schild vorne ist schön. Mhm. Hätte Benny vielleicht auch mal lesen sollen, bevor er da abbiegt. Gelbe Schild? So, ja, hab ich doch. Siehst du gleich. Hat extra viel Platz benötigt. Gibt so gelbe Schilder, da steht drauf, Busse brauchen mehr Platz. Ach so, ja, die haben wir hier im Rhein-Sieg-Kreis, stehen die auch teilweise rum. Ja, jetzt komme ich hier wieder nicht weg. Gut, und ich hätte eben abbiegen sollen und fahre jetzt falsch rum in eine Einbahnstraße. Hm. Da steht bestimmt nur Linienverkehr frei dran. Mir fehlt übrigens eine Funktion in C2, möchte ich mal anmerken. Knickschutzüberbrückung. Richtig. Weil ich, ja. Ja, einfach mal verkehrt rum in eine Einbahnstraße rein kann man machen. Stemper. Nee, er ist ein. Meine Performance ist halt auch einfach zum Kotzen. Die ist aber auch knackig, die Stelle. Ja, aber du kommst rum, das ist nicht das Problem, aber. Mittenhofer Straße. Naja, wenigstens der Fahrplan schaltet weiter. Das war gerade echt ein bisschen ungünstig. Ja, ich habe bei Omni Navigation auch nicht richtig hingeschaut. So kann man natürlich auch die schwierige Ecke da dodgen. Mhm. Nur das war jetzt von der anderen Seite her, war das jetzt auch nicht viel einfacher. Hatte ich auf einmal den Gegenverkehr, selbstverständlich, das hat aber glücklicherweise noch gepasst. Und B, naja, falsch rum in der Einbahnstraße rein ist halt immer eine doofe Idee. Ne? Ja, warum machst du denn sowas? Das weiß ich auch noch nicht. Ach, Omsi, du wirst jetzt aber nicht an ein paar Laternen abstürzen, oder? Geht doch. Ach cool, ach Omsi, du bist auch wieder so Premium, ne? Natürlich machen die Facelifts jetzt wieder aus heiterem Himmel irgendein Problem. Ja, ist ja meistens so, das kennen wir ja. Wer ist jetzt weiter vorne von euch beiden? Nick oder Mayo? Ich. Nick. Bayer Themse. Ja, aber stimmt, man sieht, also jetzt nicht mehr das ganze Lenkrad ist eine Hupe, finde ich gut. Und man muss sagen,
es, obwohl so viel am Lion City gemacht wurde und man jetzt denken müsste, oh fuck, Performance, ist er doch jetzt total grottig. Überhaupt nicht. Er ist genauso performant wie vorher, wenn nicht sogar noch ein bisschen performanter. Und er ist, wie gesagt, es gibt jetzt KI-Fahrzeuge. Ihr müsst jetzt nicht mehr irgendwie auf die regulären Fahrzeuge zurückgreifen oder auf eine andere Version über Autodoor-Mod oder sonst was, sondern man kann jetzt hier die Karten einfach die KI-Variante nehmen. Empfehle ich dann übrigens für Unterholz V2, da jetzt die Autodoor-Mod als KI rauszuschmeißen und den New Line City KI zu nehmen, dann klappt das auch. Weil die Autodoor-Mod in Verbindung mit KI hat nämlich Probleme gemacht auf Unterholz V2. Zumindest auch bei der Performance. Dashboard-Sounds gefallen mir. Kommen Sie rein. Morgen. Na toll, jetzt muss ich warten. Ah, jetzt schaltet die Engine auch schön ab. Na, das hört man. Das ist gut. Jenny backt heute Apfelkuchen. Ja, dann. Ach, das ist interessant. Jetzt schaltet sich... Boah, kommt der nah. Da passt noch ein Blatt Papier zwischen. Cool. Ah, lustig. Jetzt schaltet sich die... die Start-Stopp-Automatik schaltet sich jetzt auch ein, wenn man das Lenkrad nur bewegt. Das ist tatsächlich beim realen Vorbild auch so. Wir haben hier im Rhein-Sieg-Kreis ist es nämlich auch so, dann schaltet sie ab, wenn die in Siegburg am Bahnhof stehen und dann kommt der nur kurz ans Lenkrad, obwohl er noch Pause hat, und dann schaltet sich die Start-Stopp-Automatik ein und du denkst hinten, fährt er jetzt los, und dann geht die aber sofort wieder aus. Ah, man hört das auch, wenn man die Blinkerwippe oder den Blinkertaster kurz gedrückt hält, dann macht es einmal Klick und dann hat man den normalen Blinker und nicht den Komfortblinker. Mhm. Finde ich auch sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Ah, also antippen, Komfortblinker und kurz gedrückt halten. Bis es klack, dann macht es klack sofort und dann hat man den regulären Blinker. Wen habe ich denn da eigentlich hinter mir rumeiern? Die 134, ey, der fährt so nah auf. Das ist beängstigend. Der will sich den neuen Bus halt auch mal genauer angucken. Ah, man kann das Komfortblinken auch direkt unterbinden, wenn man jetzt aus Versehen an der Kreuzung den Komfortblinker benutzt hat. Dann einfach den Blinker nochmal drücken, kurz gedrückt halten, dann kann man ihn auch direkt wieder abschalten. Also man kann von der Komfortblink-Funktion immer, indem man die Blinkerwippe oder den Blinkertaster nochmal kurz gedrückt hält, kann man in den regulären Blinkmodus wechseln. Oh, hier ist die Performance jetzt aber gerade... Naja, du kommst wieder Richtung Eichenhöhe so langsam. Ja, ja. Guten Morgen. Moin. Hallo.
Ja, das merkt man halt. Ja, Eichenhöhe Bahnhof, ja. Es wird gleich wieder besser. Fahrtenschreiber funktioniert jetzt übrigens auch. Tageskilometrierung kann man jetzt ablesen. Frage für dich. Misst er nur, wenn die Reifen auch, sich auch noch drehen oder auch im Tiefflug? Arschloch. Aber der 2110 lässt sich ordentlich fahren, stelle ich fest. Oh, an welchen Bussteig muss ich? Vorne, Mitte oder ganz hinten? 1B, also vorne und dann der erste. Sehr gut, danke. Ah ja, jetzt erklärt sich, warum die Performance hier auch so ein bisschen einbricht. Auf am Bahnhof Eichenhöhe ist wieder Citaro-Treff. Aha, der hat sein Gelenk noch. Der hat sein Gelenk nicht mehr. Und das ist lustig, da hatte jemand in eine Facebook-Gruppe geschrieben, ja, der Blinker sei kaputt, der würde nach kurzer Zeit ausgehen. Daran erkennst du dann, ja, Changelog nicht gelesen, Komfortblink-Funktion. Man sollte halt auch so ein bisschen mal ausprobieren bei den Fahrzeugen, bevor man direkt losschreit von wegen, der Update hat kaputt gemacht. Nö, ist doch viel einfacher. Ja, das stimmt leider. Wie gesagt, Blinkertaster kurz halten, bis es Klack macht und dann hat man den ganz normalen Blinker. Finden wahrscheinlich aber auch wieder einige doof. Ja, ich zum Beispiel nicht, weil... Ich finde das auch nicht schlecht, das gehört halt dazu. Ja, jetzt bin ich an den... Die Funktion gibt es ja. Ja, bin ich jetzt an den falschen Bussteig gefahren. Ne? Und sie hat ja ihren Sinn, so für Spurwechsel ist das ja total super. Ja, ich hätte ganz links gemusst. Mist. Ja, hat der Nick auch gesagt? Ja, ich habe jetzt gerade nicht drauf... Nicht zugehört, richtig. Doch, ich habe zugehört. Ich habe hier nicht drauf geachtet. Sie arbeiten. Ja. So schwer, gutes Personal zu finden, ey. Er hat zugehört, hat es aber im Kopf nicht verarbeitet. Laber doch keinen Scheiß. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe zugehört, ich habe hier aber nicht aufgepasst. Oh Kind, fahr doch ein Stück vor. Kommen die jetzt rübergelaufen? Nö, natürlich nicht. Dann haben sie Pech. Ich jetzt der auch nächste kommt bald. Ah, kein Türpiepen an der dritten Tür, okay. Ich habe überlegt, hinterher zu fahren und mich anzuschließen, aber da stand schon steht schon der KI-Kollege. Das lasse ich lieber sein.
Die Facelifts haben aber immer noch so ihre Probleme, manchmal aus dem Quark zu kommen, ne? Ja. Aber nur, also, das ist, weil die manchmal das nicht hinkriegen mit dem Schalten. Und ja, ja. Ist die KI halt doof und gibt einfach Vollgas. In manchen Ecken ist die Performance am Bahnhof Eichenhöhe echt fies. Ja. Aber wenn die jetzt im ETS 2 schon mit diesem Abstandsassistenten und Bremsassistenten kommen, dann bin ich ja mal gespannt. Ist da ein Notbremsassistent mit drin? Ja. Ich bin auch so gespannt, wie gut das Ding funktioniert. Ich glaube, ich muss das nachher direkt ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber dann muss man ja echt... Adaptive Cruise Control und Emergency Brake. Das ist Traum. Aber dann muss man natürlich aufpassen, wenn die KI sich scheiße verhält, bremst die einmal so richtig schön aus, ne? Ja, oder wenn du einen Mario hast, der vor dir einfach reinzieht. Ja dagegen, ne? Da ist halt jetzt die Frage, wenn man ACC anhat und dann einer direkt dir vor die Karre zieht, ob man da mit dem Gaspedal dagegen halten kann, dass der halt nicht den Anker wirft. Ja. Und ob er auch nur ich die hätte Bock, das mal auszuprobieren, ehrlich gesagt. Und ob er auch nur die KI erkennt oder ob es wie in der Realität ist. Da haben ja manche LKW-Fahrer dann das Problem, dass dann einfach ein Ausfahrtsschild oder so oder eine Barke als Hindernis erkannt wird und dass da schon der Bremsassistenz einschlägt. Das glaube ich nicht, dass du das im ETS so hast. Na, ich hoffe, dass sie es so nicht haben. Es wäre zwar realistischer, wenn sie es hätten, aber es würde mir persönlich mehr auf den Keks gehen. Also ich kann mir bei SCS vorstellen, dass sie es dem Realismus halber haben, aber theoretisch sollte das ja sogar einfacher sein, das nur auf Autos zu beziehen, weil du sagst halt, hier, ja. Objekt Auto oder was auch immer, wenn das zu nah ist, dann bremst. Richtig. Das geht halt in der Realität schlecht. Wie? Kannst du dem in der Realität nicht sagen? Objekt Auto, da musst du bremsen, bei Objekt Mensch nicht? Genau, bei Objekt Mensch nicht. Da wird einfach, ne, ist ja auch, man kennt ja auch, über Kleinvieh soll man rüberfahren. Deshalb bremst man da nicht. Ich weiß jetzt schon, dass Mario mit diesem Ding da auf die dümmsten Ideen kommt. Wieder sehr gesellschaftlich unverträglich heute. Ja. Jetzt dürfte die Performance gleich auch besser werden. Also wenn ihr Bock habt, könnten wir das nachher echt mal ausprobieren. Ja, bei mir weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ach Nick, nur um dich zu ärgern, Jenny backt Apfelkuchen. Ja, hast du vor 5 Minuten schon gesagt. Ja, ich sag ja, nur um dich zu ärgern. Vielleicht waren es auch 10. Ja. Ey, ich meine, ich hätte Zeug da, um mir selber einfach Apfelkuchen zu backen. Und dann macht sie noch Bock. Und dann macht sie noch Apfelringe im Teigmantel. Ah, Apfelkuchen ist schon besser. Apfelkuchen, richtig. Nur weil du noch nie was von Obst oder Gemüse hast. Lyra Friedhof. Das ist gelogen. Lyra Friedhof am Hüttmannsberg. Das Friedhofsgelände ist Eigentum der Stadt Alheim, Bezirk Eichenhöhe und der christlichen Gemeinde St. Bartholomäus Eichenhöhe. Widerrechtliches Verhalten wie Sachbeschädigung oder ähnliches werden strafrechtlich verfolgt. Das sind so Details, die ich total toll finde. Ja, und davon findet man auf Alheim nämlich viele. Genau das sind das so... Das ist halt wirklich... Das sind so Details, bei denen ich sage, die machen
eine Karte einfach realistisch und interessant. Da, die Karte ist halt wirklich komplett von vorne bis hinten durchdacht. Ja. Und solche Sachen sind dann natürlich das i-Tüpfelchen. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Ja. Interessant, Omni-Navigation sagt, fahr rechts in die Einmündung, dann ja, kommst du besser so richtig um die Ecke. Ah, Tatsache. Du sollst da rechts in die Einmündung fahren, weil du dann nicht über drei Spuren jetzt links rüber musst. Genau. Richtig. Und es ist nicht rechts um die Ecke, sondern links um die Ecke. Ja, also rechts in das Ding rein und ja, dann links rüber. Ja, ja. Aber das ist gut durchdacht. Aber warte mal, eine ganz wichtige Frage. Ja, bitte. Kippt man, wenn man in der Rechtskurve fährt, nach rechts? Ja, immer. Okay, gut, danke. Das war jetzt für mich nochmal wichtig, dass ich das... Benni, hast du das immer noch? Verständnisfrage. Nochmal, ja, genau. Oh, bei mir piept was. Was hat er denn? Haltewunsch. Ja, aber der piept gerade dauerhaft. Ja, Haltewunsch. Der piept aber so eine Steilvorlage. So eine Steilvorlage. Oh, nee. Radierer. Knickschutz vielleicht? Klingt so ein bisschen wie Knickschutz oder Vorwärtsdruck. Na, finden wir gleich raus. Wobei, was für Knickschutzbeschalter habe ich gesehen? Ja, aber Knickschutz ist es nicht. Also, wenn der bei so einer Kurve ein Knickschutz ist, dann weiß ich nicht. Nee, das ist irgendwas anderes. Ja, könnte mir vor. Vielleicht Vorwärtsdruck oder so? Hm. Vielleicht explodiert der Bus auch gleich. Jetzt hat auf jeden Fall aufgehört. Gut. Ja, dann. Reparieren durch nichts tun, immer schön. So habe ich es am liebsten halt, ne? Ja. Ich arbeite dafür genau in der richtigen Branche. Nee, die fährt hinter mir was? Ah ja, Tatsache. Hallo. Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Oder? Ich hätte ja ein Pöllkartoffel und Dub. Jetzt sitzt am Berliner Platz, ne? Das ist verkehrt. Och nö, ich war so schön pünktlich die ganze Zeit. Ja, pünktlich an den falschen Haltestellen. Jetzt nee. Vorher abbiegen müssen. An der Wilhelmswache links oder was? Ja, links oder rechts, eins von beiden. Ich weiß gerade nicht, welche Richtung das genau war. Ich bin rechts abgebogen. Nee, warte mal, du hältst an der Wilhelmswache und am Münsterplatz. Ja. Und dann biegst du ja wieder ab. Ach, am Münsterplatz biege ich ab. Ja gut. Also du fährst eine Haltestelle, fährst du auf dieser Busspur und dann biegst du wieder rechts ab. Ja gut, dann einmal wenden. Muss ich hier jetzt gerade mal wenden, genau. Sofern die das zulassen. Ach klar. Guten Morgen. Die Busampel zählt. Ach guck mal, wird grün. Perfekt.
Dreck, ey. War wohl doch nichts mit als auswendig kennen. Ich habe die Pfeile ja an, aber ich war jetzt so im Tunnel und war sonst hier immer geradeaus. Aber der Nick ist weiter als ich, ne? Oder bin ich jetzt weiter? Ja. Ne, ich bin immer noch weiter als du. Ja. Trotzverfahrer, komisch. Ich glaube, ich kann mittlerweile die 132 auswendig. Ich kann... Ah, am Kreuzfeld bin ich jetzt, okay. Ich kann keine Linie auswendig. Oh. Wo muss ich denn jetzt hin? Benni, Münsterplatz rechts oder links rum? Räum ist, glaube ich, rechts. Also ich würde vorher nochmal gucken, aber ich meine rechts. Wenn man normal fährt oder so wie ich jetzt fahre? Nee, wenn man normal fährt. Ah, okay. Heißt, ich fahre links. Ja, wow. Ja, da hat der 21C dann... Ja, Tatsache. Da wäre es reingegangen. Naja. Auf Arnhem kann ich auch die 156 auswendig, aber die ist auch nicht schwer. Die eine oder andere Linie kann ich wahrscheinlich auch auswendig, aber die 132 bin ich jetzt echt lange nicht gefahren. Eine normale Fahrkarte oder nicht mehr? Wie viel Verspätung habe ich denn? Plus 6, okay. Hm, 3,5 jetzt. Ja gut, bei der Kurve ist der 21C, da ist es etwas knackig. War gut. Nee, jetzt bin ich doch wieder falsch. Das war für die andere Richtung. Jetzt fahre ich zurück. Oh. Ich hätte einfach an der Wilhelmswache direkt links gemoost. Oh, meine Fresse. Es ist alles furchtbar. Da habe ich auf der Stadtrundfahrtslinie. Da habe ich die Haltestelle Paradestraße übersehen. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. Jetzt hast du mich gleich eingeholt. Beziehungsweise ich komme dir gleich entgegen. Ich bin jetzt einfach über Rot gefahren. Ne? Und du mit auf, Nick? Nee. Schade. Ich finde das Komfortblinken halt sehr sinnvoll, so bei Spurwechsel. Ich habe da irgendwie gedacht. Ich hab da irgendwie bei Nick gerade so ein paar Lalauf-Flashbacks. Ja, ja, jetzt wo du es sagst. Komm ich da hinten irgendwie rum? Nee, da ist auch nur die Tankstelle. Da könnte ich aber trotzdem rumkommen. Kollisionen ausschalten. Nee. Ab über die Wiese. Wird keine Kollision ausgeschaltet. Das wird knackig. Das habe ich auch gerade festgestellt. Vor allem fährt er durch die parkenden Autos durch. Fahr mal da weg. Fahr mal da weg vor allem. Ey, Fußgänger, fahr mal weg. Nächster Fußgänger. Alles stehen gelassen. Wahrscheinlich alles nur ein Collision. Nee, die Parker definitiv nicht. Der fährt mir jetzt wahrscheinlich... Nee, der fährt nicht erwartet. Komische KI. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist seltsam. Wilhelmswache. Vielleicht hat er dich ein. Der ist schon vor mir. So, bis da vorne halte ich jetzt aber nicht mehr. Die können den nächsten nehmen. Das verwirrt, wie Nick gefahren ist. Ja, Wilhelmswache links rum, ne? Ja, ich bin da halt rechts abgebogen. Weil ich das so voll drin hatte von der 156, die ich letztens gefahren bin.
Nee, wobei, die fährt gerade durch. Aber ich hatte im Kopf, dass die halt... Ich dachte, links rum geht's halt wieder nach Eichenhöhe. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Deshalb bin ich rechts rumgefahren. Da bist du schon verkehrt gewesen. Okay. Ja, ja. Das erklärt es dann. Das habe ich gerade irgendwie nicht ganz gecheckt, wie du da jetzt... Ich esse gern Quellkartoffel und Duck-Duck. Erbsensuppe mit Wurst. Pommes frites mit Ketchup. Und ein Bier für den Durst. Oh, jetzt bin ich ja genauso eine Damenkrücke wie Mario. Kommst du trotzdem vor ihm an? Das kann sein, aber ich will es jetzt nicht schreien. Also bis zum Verfahren hätte ich gesagt, das ist eigentlich safe. Wenn ich so weit, wenn ich das weiter singe, dann kriege ich das nur noch zu essen. Naja, 3 Jahre lang. Jeden Tag. Gibt schlimmere Gerichte. Ist ein Versprechen, ne? Ist. Aber wenn du 3 Jahre eine gleiche, boah, nee. 8 täglich? Morgens, mittags, abends? Nee. Nee, nee. Jetzt bist du zu spät, Jung. Auf was machen die da eigentlich? Warten auf besser Wetter. Quellkartoffel und Dup-Dup. Erbsensuppe mit Wurst. Ja, bin ich irgendwann auch eine Quellkartoffel, ja. Ich frag mich immer wieder, wie das halt einfach so ein Ohrwurm sein kann. Für mich ist es halt einfach gar kein Ohrwurm. Ja, es kann halt. Ist halt so. Helene Fischer ist für mich jetzt auch kein Ohrwurm, für andere schon. Sure. Für mich auch nicht. Nee, Helene Fischer ist für mich auch kein Ohrwurm. Ist, Atemnot auf dem Schach. Sieh, was Chili mit dir macht. Das schon eher. Ach, hier fährt man dann rechts. Oh. Ja, es ist halt auch ein bisschen irritierend, weil die Busampel halt geradeaus zeigt. Ja, nee, das nicht. Ja, vielleicht. Aber ich hatte einfach den Gedanken im Hinterkopf, okay, wenn ich links rumfahre, komme ich wieder Richtung Bahnhof Eichenhöhe. Da komme ich ja, macht da keinen Sinn. Hatte nicht mehr im Kopf, dass man hier nochmal abbiegen kann und muss. Ja. 9 hart erarbeitete Minuten Verspätung. Plus eine ewig dauernde Ampelphase. Ja, die war halt gerade auf Fahrt, weil da noch der andere Bus vor mir stand. Ja, Mayo hat auch ziemlich lang da gestanden. Ja. Komm jetzt. Jenny räumt wieder ab in der Küche. Ja, die macht jetzt Quellkartoffeln. Mit Dup-Dup? Mit Dup-Dup. Vielleicht hat die auch Dup-Dup im Apfelkuchen drin. Du wirst es rausfinden. Ja, ich glaube auch. Alter! Ja, guck mal, hat er noch einen Pass. Was willst du? Also. Ja, pff. Blatt Papier passt doch, mein Gott. Also, für mich das Beste im Update auf jeden Fall. Der Haltewunsch-Sound. Ich meine, in der Mod von Citaro-Fan war er ja auch drin. An mir kommt hier der Kollege erst entgegen. Aha, die 132 im Gegenkurs, die biegt da ab, okay. Ja, das ist das, was ich meinte mit dem 21C, könnte das eng werden. Ja, habe ich jetzt Verständnis für. Aber da rein dürfte noch gehen. Raus könnte schwer werden, ne? Ja, rein geht noch. Aber weiß ich nicht, da du ja raus auch wieder links rum musst.
Ah, okay. Ja, aber... Ja. Also, sagen wir mal so, wenn du Glück hast, geht das. Wenn du besser als halt rechtsrum auf jeden Fall. Das stimmt. Muss halt Glück haben. Das wäre auch eine Fahrkarte. Sieht so aus, als hätte ich Zeit für so einen Quatsch. Ja. Mario testet gerade mal Top Speed. Das wird schon einen Grund haben, Mario, dass da 30 ist. Kann ich mir nicht erklären. Interessiert mich auch nicht. Oh. Oh, das ist ja nichts Neues. Ja, das ist genauso wie immer. Das ist genauso wie mit Spiegel. Wo ich es gerade sehe, Schlaglöcher werden mit der 147 auch eingeführt. Hm. Oha. Gibt es noch mehr, was da neu kommt? Mit jedem Dings kommt was Neues. Ja, aber jetzt kommen halt so die Dinge, die so die Feinheiten im Realismus. Schlaglöcher. Wenn die sich bei Regen dann auch noch mit Wasser füllen. Also dann hat der Euro Truck Simulator 2 definitiv Leben durchgespielt. Ja, aber so richtig Regenreflexion gibt es ja nicht im ETS, oder? Oder auch Pfützen generell. Nee. Fehlt, ja, das ist was noch fehlt. Wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen. Ja. Das ist aber was noch fehlt. Haben, ne? Nasse Straßen. Die haben Deutschland überarbeitet. Dann Schlaglöcher, neue Truck-Sounds. Lass mich raus, das geht aber gar nicht. Die Notbremse, Cruise Control. Den 21er DAF haben sie nochmal überarbeitet. Performance-Verbesserungen. Hallo. Die Ampelsteuerung an T-Kreuzungen und so weiter haben sie ein bisschen überarbeitet und verändert. Ja, die war ja teilweise echt ein bisschen schwierig. Ja, aber die 132 macht Spaß. Ja, wenn man sich nicht volle Kanne verfranst. Hallo. Verstehe gar nicht, wie dir das passieren konnte. Sind wir bald schon da, wa? Kuhlmannsfeld, Schwarzendachstraße. Ja. Nun bin ich Kuhlmannsfeld. Das ist mir so egal, ob du deinen Termin kriegst oder nicht. Dann hättest du mit Mayo fahren sollen. Naja, der so viel pünktlicher ist der jetzt auch nicht. Plus 3 nur noch. Dann bist du aber mit der Zeit irgendwie ein bisschen nicht ganz so weit wie ich. Naja, und ich bin dann teilweise an Strecken gerast, wo man, naja. Naja, ich bummel jetzt auch nicht. Naja, aber 60 über die Land, über den Feldweg da. Teilweise fast 130 erlaubt ist. Fast 80. Da ja. Bin ich aber auch knapp 60 gefahren. Rein von den Haltestellen her bin ich nicht so weit hinten. Ich habe jetzt hier noch... Drei Stück Hessen, oder so. Nee, was Renania-Bad und dann bin ich auch im Kuhlmannsfeld. Da bin ich schon weg. Ja, aber trotzdem, du bist jetzt nicht so weit weg. Ja, zwei Haltestellen sind vor dir.
morgen. Ist aber auch eng da mit den Parkern. Ja, aber geht. Das Wort Haltewunsch könnte man im Display aber auch mal irgendwann wieder ausblenden, damit man die Geschwindigkeit wieder sieht. Digital. Ja gut, man kann auch einfach auf den Tachografen gucken, dann sieht man es auch. Tachografen oder Tachometer? Ist es nicht dasselbe? Also jetzt mal wirklich dumm gefragt, ist Tachograf und Tachometer nicht dasselbe? Also ich kenne es nur unter dem Begriff Tachometer. Ja, keine Ahnung. Tachograph ist die Fahrkartenscheibe. Kartenscheibe? Kartenschreiber. Ah, okay. Weil er zeichnet ja, auf der Tachoscheibe hat er ja einen Graphen geschrieben. Ja, okay. Und eine Linie gezeichnet. Ja, gut. Ja, das war einmal. Ja. Ja, stimmt nicht ganz. Das war einmal. Ich hab mich da, das gibt's noch, aber... Ja, Vorsicht. Ich habe mich da sogar eines Besseren belehren lassen. Beispielsweise bei Busfahrern ist es so, die haben zwar alle eine Fahrerkarte, aber zusätzlich, wenn irgendwie was mit der Fahrerkarte nicht stimmt oder irgendwas nicht klappt, haben die alle immer noch die Tachoscheiben an Bord und müssen dann auf Tachoscheibe machen. Aha. Weil ich habe nämlich mal doof nachgefragt, sage ich dann auch so, ja, Fahrerkarte schön und gut, aber was ist denn jetzt, wenn jetzt, was weiß ich, Fahrerkarte, das ist nicht lesbar oder da ist sonst was. Was dann? Ja. Hat die liebe Steffi einfach mal in ihre Tasche gegriffen und hat mir gezeigt, hier, gute alte Tachoscheibe. Problem ist, die Jugend von heute, die ausgebildet wird, die passen, wenn es um Tachoscheiben geht und so, gar nicht mehr so gut auf und stehen dann manchmal so ein bisschen da und denken sich, was mache ich denn jetzt? Wie war das denn nochmal mit der Tachoscheibe? Aber sie wird tatsächlich immer noch als Backup benutzt. Boah, ja, in der Universität Alheim ist aber die Performance gerade auch irgendwie überhaupt nichts. Manchmal tut er sich ein bisschen schwer mit dem Hochschalten der C2. Zack. Oh nein. Boah, schlechtes Timing. F-
fährt aber geradeaus, oder? Nein, fährt er nicht. Nee, der fährt rechts rum. Dann geht's. Ist aber auch ein bisschen blöd, wenn du da an der Universität kommst und nicht rechts hoch, wenn da einer steht. Oder zumindest, wenn er gerade erst angefahren kommt und du vorher nicht siehst, dass du mal besser noch weiter ausholst. Das stimmt, ja. Okay, da halte ich. So, probe die Katz am Borsigplatz. Aber wie gesagt, die macht echt Spaß. Und der C21 hier, der 21C, ist auch ganz nett zu fahren. Schumpeterstraße. Oh Gott. Was denn? Ah, okay. Ja, irgendwie habe ich hier so ein bisschen viel KI rumfahren an der Universität. Ich bereue es nicht, dass ich Alheim V4 ausgewählt habe. Also, gefällt mir. Ja. Dabei hatte ich dich jetzt fast wieder ein, ey. Dann parkt da dieser Bus rum. Kann passieren. Dass wir kein Rennen fahren hier. Quellkartoffel und Dub-Dub. Oh. Mein Gott. Ach ja. Da wollte keiner mit, das ist interessant. Boah, hier ruckelt er sich aber auch was zusammen, ne? Bin wieder pünktlich. Ich bin der 18er, Manni. In der Stadt, in der es nur dreistellige Liniennummern gibt. Boah, Alter. Also manchmal bricht hier die Performance urplötzlich nach. Oh, ich habe jetzt plus 0,5. Ja, durch die Performance ist deine Zeitberechnung auch ein bisschen Maggi wahrscheinlich. Ja, das auch. Ich hol zwar auch auf, aber so viel dann doch nicht. Gut, ich hatte aber auch Glück, ich konnte ein paar Haltestellen durchfahren, ne?
Oh, Alheim Hauptbahnhof. Oh, da war rot eigentlich. Okay. Ja. Macht nichts, hatte ich noch nie interessiert. Genau. Oh, man merkt, dass der Hauptbahnhof kommt. Da ist dann Performance auch nochmal so ein bisschen gedrückt. Ein bisschen gedrückt, ruckel, ruckel. Alter, warum ruckelt denn das so? Ja, jetzt stehe ich an der falschen Haltestelle, oder? Ich dahin gemusst? Ach, ich hätte dahin gemusst. Gut zu wissen für gleich. Ja, du musst rechts. Na, ja, weißt auf jeden Fall Bescheid, ne? Ja. Dann klappt das Abbiegen bestimmt auch noch besser. Ja. Oh ja, jetzt Türstörung, super. Läuft. Rückwärts und bergab. Irgendwas mag Omsi in der Berechnung im Moment nicht. Wahrscheinlich wieder irgendein Bus, der sonst noch nie Probleme gemacht hat. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Alter, warum dauert es denn jetzt immer 400 Jahre, bis die dritte Tür mal zugeht? Weil hier habe ich sonst keine großen Performance-Probleme. Die Gewerkschaftstür, die demonstriert. Ja. Irgendwie habe ich das automatische Kneeling ausgeschaltet und ich weiß noch nicht mal wie. Das geht, glaube ich, auch nicht bei allen Bussen. Ich wollte es eigentlich auch gar nicht ausschalten, aber dann halt nicht. Oh, jetzt ist so selbst die Ampel rot. Drückst du einfach K für Kneeling? Klar. Ah, wird ja so geschrieben. Guten Tag. Gesundheit. Da ist Aldi. Aldi macht gleich zu. Wo es all die schönen Sachen gibt. Ja.
kommt er denn her? Aus Stumpfhausen, bitte, hier. Ich glaube aber auch. La 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 la. Quellkartoffel und dum dum. Höre ich irgendeine Mangelerscheinung bei dir daraus? Total. Du glaubst gar nicht, was es an mir alles mangelt. Ich kenne dich lange genug. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Ich denke, du nimmst noch auf. Das, ja, das ist mir schon klar. Nee, ich dachte mir, sagst du noch. Ja, keine Sorge. Oh, du ja. Also eigentlich kannst du mir auch egal. Eigentlich kann es mir auch egal sein, ist ja dein Kanal, aber. Ach Gott, das muss ich da. Ach Gott. Okay. Ich glaube, ich muss mich die Tage mal in Mayos YouTube-Kanal hacken und dann sein Intro ändern. Warum? Ich bin der Kartoffelsalat mit Dub-Dub. Ich bin eine Quellkartoffel mit Dub-Dub. Dann heißt das, deinen Kanal umbenennen. Das Quellkartoffel mit Dub-Dub. Ich bin nicht auf doofe Ideen. Irgendwann kriege ich ihn dazu. Nee, ich glaube nicht. Düsseldorfer Straße, Fachhochschule Aalheim. So, ich bin dann gleich angekommen. Angekiemt. Ah, schön, er schildert auch direkt um. Ja, wunderprächtig. Ja, schief ist Englisch, Englisch ist modern, wa? Hat aber gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, also so schlecht steht er jetzt nicht in der Haltestelle. Ich finde auch, da kann man noch mit leben. Ah, hier sind jetzt auch die Positionslichter. Schön. So, wo seid ihr denn so? Vorm Rechner. Benni ist wahrscheinlich schon längst angekommen.
Benny ist doch raus, der hatte doch, da hat doch der Facelift irgendwie Mucken. Ah ja, stimmt, stimmt. Ja. Und Nick? Gleich an der Rottkamper Straße, aber da ich nicht mit aufnehmen kann, kannst du auch genau, fertig machen, wenn du willst. Genau, das werde ich auch jetzt tun. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen, Mitquatschen, Mitfahren. Schaut euch den New Line City mal ganz genau an, was das Update gebracht hat. Ich finde es auf jeden Fall klasse, was da gemacht wurde. Ein richtig schönes Rework. Weiter so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.